Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Wir holen jetzt Matt Martys Sachen ab, die Sachen bei Matt Marty ab von Lagrand. Ich würde gerne etwas abholen. Hast du deinen Wäschereizettel, Junge? Nein, ich will ihn gerne für die Steuer behalten. Nein, du brauchst ihn nicht extra zu falten. Ich nehme ihn noch einfach so. Aha, gut zu wissen. Nein, habe ich doch hier. Ich hab hier einen. Hab ihn genau hier. Prima. Lass mich sehen, was von Mr. Lagrands Sachen fertig ist. Ich weiß, es ist hier irgendwo. Ich hatte es doch noch vor einer Minute. Wo steckt es bloß? Der Papagei. Ah, hier haben wir es. Sein BH. Perlenweißer BH. Aprilfrisch. Gut, ich würde sagen, dann haben wir alles. Was Lago doch für ein armes Würstchen ist. Er hat ein Toupet, ein BH. Ja, okay, über die Rotze und seines Vaters Knochen kann man jetzt nichts sagen. Das sind halt Knochen und Rotze. Dann benutzen wir nochmal den Sarg und geben die Sachen der Voodoo Lady. Und ich glaube, dann können wir auch schon Scap Island verlassen. Das war schon wieder das erste Kapitel. So. Wieder da, Mr. Threepwood. Wegen dieser Voodoo-Puppe. Hast du die Zutaten gebracht? Ich habe dieses Toupet. Nicht gerade ein Teil seines Kopfes. Aber vielleicht kann ich etwas Kopfhaut darauf finden. Hast du noch weitere Zutaten? Ich habe etwas Spucke. Hervorragend. Du kannst das Papier behalten. Hast du noch weitere Zutaten? Ich habe einen Knochen seines Großvaters. Perfekt. Hast du die letzte Zutat? Ich habe dieses perlweißer BH. Ja, das wird es tun. Endlich. Nun kann ich eine Voodoo-Puppe machen, die einschlagen wird. Ich hole rasch meine Voodoo-Tasche. Und nun die Zutaten. Eine Schuppe von Lagos Kopf. Ein kleines Stück von Lagos Fäden. Ein Tropfen Flüssigkeit aus seinem Körper. Hast du gerade die Rotze angefasst? Und ein Stückchen Knochen seiner Toten. Und zum Abschmecken diverse Voodoo-Gewürze, Geschmacksverstärker und naturidentische Aromastoffe. Rat, Steim, Schalosch. Das könnte gut werden. 2, 4, 6, 8. Wer wird heute kalt gemacht? Lago, Lago, ja. Hey, sieht genauso aus wie er. Danke, Voodoo Lady. Nur noch eine Sache. Einige der Zutaten waren nicht gerade optimal. Es funktioniert aber nur auf kurze Distanz. Du musst nah ran an Lago. Ganz nah. Ja, wir müssen in ihn reingehen wahrscheinlich. Sieht genauso aus wie Lago, finde ich auch. Nadeln. Wieso nehmen wir nicht direkt das Messer? Na, egal. Er wird umgebracht.
Und zwar heute Nacht. Okay, komm. Ab zur Küste. Kann ich nicht einfach... Ich kann doch bestimmt einfach das Messer verwenden, oder? Benutze Nadeln in Voodoo-Puppe. Ich glaube, Lago ist außerhalb der Reichweite. Ja, ja. Benutze Messer mit Voodoo-Puppe. Vielleicht benutze ich lieber die Voodoo-Nadeln, die ich mit... Ah, okay, es sind Voodoo-Nadeln. Ich glaube, Lago ist außerhalb der Reichweite. Ja, ja. Dann gehen wir doch mal auf Lago warten. Benutze Nadeln in Voodoo-Puppe. Raus aus meinem Zimmer! Nimm dies, du dumme, blöde, geistig schwache Kröte! Was? Wer glaubst du, bist du eigentlich? Ich bin Gyber Threepwood. Manchmal erkennen mich die Leute nicht sofort. Deswegen habe ich das hier bei mir. Ich reiße dich völlig auseinander. Da! Ah, wie machst du das? Lago Lagrand, du bist ein schlechter, gemeiner Kerl. Ich befehle dir, mein Geld zurückzugeben und die Insel zu verlassen. Ha, ich habe dein Geld schon ausgegeben. Oh. Nun, dann befehle ich dir, die Insel zu verlassen. Versuch doch mich. Die Nadel steckt drin. Das wird dich lehren, mit dem Mann zu spaßen, der den Geisterpiraten LeChuck erledigt hat. Du... Was war das? Du hast LeChuck umgebracht. Eigentlich schon. Die ist eine ziemlich interessante Geschichte, also... Die Wasserin sagte, sie hätte LeChuck kalt gemacht. Das sagte sie also? Aber hat sie auch dies? Ist das... Ja, LeChucks Bart. Sogar noch am Leben. Lass mal sehen. Lecker. Junge, der lebt tatsächlich noch. Wir suchen seit Jahren nach einem lebenden Stück von LeChuck. Jetzt können wir ihn wieder zum Leben erwecken. Pass auf, Welt. Der grausamste Pirat aller Zeiten wird bald wieder über die Meere segeln. Hoppla. Ich fürchte, das ist wahr, Guybrush. Wenn sie auch nur eine lebende Zelle haben, können sie den ganzen Körper wiederbeleben. Aber ich habe ihn doch in Zillionen Teilchen gesprengt. Nicht sein Körper, Guybrush. Du hast seinen Geist zerstört. Sein Körper war sicher begraben. Aber der muss doch inzwischen... verfault sein? Halb verwest? Ja. Und das stimmt ihn sicherlich nicht wesentlich fröhlicher. Er wird nach mir suchen. Ja. Er wird mich töten. Ohne Zweifel. Was kann ich tun? Wo kann ich mich verstecken? Können Sie mir etwas zum Schutz geben? Können Sie mich töten, damit es endet? Ich frage mich, warum Gabriel einfach die Nadeln genommen hat und weiter in diese Puppe eingestochen hat und in der Verlagung geschlagen hat, während er auf diese Puppe sticht. Oder einfach der Puppe den Kopf abreißt und dann Lago den Bart wieder abnimmt. Egal. Können Sie mich töten, damit das ein Ende hat? Du darfst die Hoffnung nicht verlieren, Guybrush. Es gibt einen Ausweg. Wo ist er? Du suchst ihn gerade jetzt. In Ihrem Badezimmer? Die Suche nach Big Whoop. Oh ja, das hatte ich ja auch noch vor. Big Whoop ist nicht nur irgendein Schatz. Es ist eine Eintrittskarte in eine andere Welt. Finde diese Welt und du wirst LeChuck für immer entkommen. Aber ich weiß so wenig von Big Whoop. Nimm dieses Buch. Big Whoop, Legende oder Realität? Wo haben Sie das her? Ich habe es aus der Bibliothek von Fat Island. Ich dachte mir sowas. Hervorragend. Ich habe deinen Namen benutzt, als ich es auslieh, also bring es bald wieder zurück. Die Verzugsgebühren dort sind nicht von schlechten Eltern. Hui, danke.
Schau an Bekub legendäre Realität. Das ist ja faszinierend. Hier steht, es gab 4 Piraten. Rapscallion, der Koch. Young Lindy, der Kabinenjunge. Mr. Rogers, der erste Mart. Und Captain... Guter Gott! Captain Marley! Ob da irgendein Zusammenhang besteht? Sie vergruben den Schatz mit einigen. Ich muss kurz pausieren. So, eben schön gegessen. Jetzt wieder. Die tödlichsten Fälle auf der Insel, die wahrscheinlich Inky Island hieß. Sie malten eine Karte, die sie in 4 Stücke teilten. Jeder bekam ein Stück. Rapscallion öffnete später eine Würstchenbude auf Scap Island. Das ist doch hier. Sie war ein großer Erfolg, bis Rap bei einem Brand in der Bude umkam. Young Lindy strafte ziellos umher, bis er irgendwie eine Menge Geld auf Booty Island machte. Er steckte das Geld in eine Werbefirma, die pleite ging, weil der Fernsehwerbespot noch nicht erfunden ist. Mr. Rogers hat sie auf einer Insel bei Fat Island zur Ruhe gesetzt. Er brauchte in seiner Badewanne extra starken Grog. Verschwand dann plötzlich. Captain Marley löste sich während des Wettsegelns um den America's Cup buchstäblich in Luft auf. Er lag in Führung, fuhr in eine Nebelbank und wurde nie wieder gesehen. So viel dazu. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt, wo Lago nicht mehr da ist, können wir zu Captain Dread gehen. Wir können aber auch zu den anderen Leuten erstmal gehen. Das ist, glaube ich, das, was ich mache. Und ihnen erzählen, dass Lago nicht mehr da ist. Und uns schön rühmen. Gehen wir erstmal zum Strand und reden mit den beiden Piraten von Anfang. Hey, ich bin wieder da. Und übrigens, das ist die Würstchenbude von dem... Hier. Kann kurz sehen. Heiße Würstchen, 20 Meter. Das ist der Laden von dem Typen, der abgebrannt ist. Fink. Er ist zurück. Boah, ich kann das sagen, ich habe ein Schiff. Kennt ihr ein schmissiges Piratenlied? Ihr braucht euch keine Sorgen mehr, um Lago zu machen. Er ist Geschichte. Oh, wirklich? Haben die Post endlich meinen Beschwerdebrief gebracht? Jo, du kannst wirklich tolle Beschwerdebriefe schreiben, Fink. Sind noch Marshmallows da? Marshmallows? Wir haben keine Marshmallows. Was ist das weiße, flauschige Ding an deinem Stock da? Das ist die Füllung meiner Augenklappe. Ich sterilisiere sie gerade. Wir sind Piraten, Guybrush, keine Pfadfinderin. Also jetzt, ich sehe Wölfe später. Oh ja, haben wir noch ein paar Würstchen? So viel dazu. Wir sind Piraten, keine Pfadfinderin. Der war gut. Schauen wir mal, was in Wootik so abgeht. Ahem. Ja. Lago Lagrand wird sie nie wieder belästigen. Ja, ich hörte, Marty hätte ein paar Nadeln in seine Unterwäsche gesteckt oder sowas. In jedem Fall ist er aus der Stadt. Nein, ich war das. Du? Was machst du mit Lagos Unterwäsche? Also das... Ach, was soll's. Ich schau mich immer ein wenig um. Aber sicher. Marty hat ihm Nadeln in seine Unterwäsche getan. Hey, Barkeeper. Mach mir ein Na, ich wollte nicht dreifache Rotz haben. Entschuldigung? Ja, Junge. Lago Lagrand hat Scap Island für immer verlassen. Schön, schön. Ich vermute, all die Abführmittel, die ich in seine Drinks getan habe, haben endlich gewirkt. Was? Keine Panik, ich tue sie nicht in alle Drinks. Dann will ich lieber nichts trinken.
Scheint jeder hat irgendwas gegen Lago gemacht. Der eine hat dem anderen Beschwerdebriefe geschickt, er hat Abführmittel da reingepackt. Und dann gebe ich halt dem Marty ihm Nadel in die Hose. Hey Wally, ich würde gerne mit dir reden, aber... Ne? Hallo Wally. Wer ist da? Ich sehe nichts ohne meinen Monokel. Ich hab's geschafft. Lago ist weg. Prima. Dann kann ich ja aufhören, Ziegelsteine in sein Fenster zu schmeißen. Ich würde... Was ist das? Ich sehe nichts mehr. Ja, ich glaube, mit dem Monokel hätte mir etwas darüber erzählen können. Tja. C'est la vie. Ich habe Lago von der Insel vertrieben. Du hast Margot einen Brief geschrieben? Wer ist Margot? Ich will gar nicht mit dir reden. Hey, Männer ohne Moral, Piraten. Juhu. Danke. Ich geb dir einen Goldschick, aber jetzt bin ich pleite. Okay, das war's dann für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Von Monkey Island 2. Bis dahin und ciao.